München in diesen Tagen. Wir sind verabredet mit Hartmut Schade. Gelockt hat uns unter anderem dieses Foto. Der Ex-Dynamo hatte beim deutsch-deutschen Fußballgipfel vor nunmehr 40 Jahren nicht nur gespielt, sondern auch ganz fleißig geknipst. Der heute 58-Jährige lebt seit vielen Jahren in München. Wir treffen uns im Löwenstüberl. Kein Zufall. In seiner Zeit als Nachwuchstrainer bei 1860 war der ehemalige Dresdner Stammgast in der Vereinskneipe der Löwen. Unsere Zeitreise mit ihm beginnt im Frühjahr 73. Für den jungen Schade soll es ein unglaubliches Jahr werden. Das bin ich. Aber was natürlich geil ist, ist dieser Beutel da in der Hand. Ja, sage mal. Schlaghosen. Lange Haare wie damals gang und gäbe. Schade. Aus der Bierstadt Radeberg stammend hat es sich in Italien als Vize-Europameister bei den Junioren für einen Einsatz in der ersten von Dynamo empfohlen. Sein Debüt im Europapokal gegen Juventus Turin. Der 18-Jährige krönt es mit einem Treffer. Noch aber gilt er in der Hierarchie der Dresdner als Grünschnabel. Zu der Zeit habe ich zum Klaus Sammer noch Sie gesagt. Und wenn man dann einen gewissen Status hatte, dann wurde man mal zum Bier eingeladen und dann wurde gesagt, du, bevor du jetzt in dein KJS-Internat gehst, darfst du mal einen halben mittrinken und darfst jetzt Klaus zu mir sagen. Das Rückspiel in Turin wird für Hartmut Schade hier mit seiner Kamera und alle anderen Dynamos zum Stahlbad. Juve gilt als Topfavorit auf den Gewinn des Europapokals. Angetrieben von den 70.000 versuchen die Italiener, das 0:2 von Dresden ganz schnell zu korrigieren. Dort haben sie uns ja die ersten 20 Minuten überrannt. Ich glaube, also das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt wieder. Beim Stand von 1:3 aus Dresdner Sicht scheint alles möglich. Juve oder Dynamo. Da gelingt dem krassen Außenseiter der erlösende Treffer durch Rainer Sachse. Die Sensation perfekt, Turin raus. Das war natürlich ein Highlight hoch 10. Und dann kam noch dieser I-Punkt obendrauf, Bayern München. Das deutsch-deutsche Gipfeltreffen im Fußball ist nun das große Thema im Herbst 73. Die Reise zum Auswärtsspiel nach München wird für Hartmut Schade, inzwischen Stammspieler bei Dynamo, ein vorzeitiges Geschenk zu seinem 19. Geburtstag. Also ich kann mich erinnern, ich habe mir eine Jeans gekauft und hatte mir ein Hemd gekauft. Ein schwarz-gelbes Hemd. Schwarz mit gelben Streifen, weil ich habe gedacht, sowas gibt es im Osten nicht. Nach dem Einkaufsbummel geht's ins damals hochmoderne Olympiastadion. Übrigens, diese Filmaufnahmen stammen von Dynamo-Stürmer Rainer Sachse. Und hier der fotografische Beleg für Hartmut Schade, neben ihm Torhüter Klaus Boden. Am Abend des 24. Oktober 73 zeigen die Dresdner eindrucksvoll, warum sie gegen Turin weitergekommen waren. Die Bayern sind vom Tempofußball der Ostkicker ziemlich überrascht. Mit viel Mühe gelingt ihnen nach einem 2:3 Rückstand noch ein knapper 4:3 Erfolg. Der Höhepunkt nach dem Spiel. Als seine Mannschaftskameraden wenig später unter der Dusche stehen, zückt Hartmut Schade erneut seine Kamera. Da waren sie alle noch relativ knackig. Ja, wie das zustande gekommen ist, warum ich dort geknipst habe, kann ich natürlich nicht mehr sagen. Ja. Wichtig aus heutiger Sicht, dass ihm dieser einmalige Schnappschuss gelang. Und zwar ohne jeden Auftrag, denn die knackigen Jungs waren alle schon vergeben. Die waren alle weg. Die fünf alle waren weg. Auch das Rückspiel in Dresden nimmt einen dramatischen Verlauf. Das Tor von Hartmut Schade ist nach einem 0:2 Rückstand der Ausgleich für Dynamo. Wenig später wähnen sich die Schwarz-Gelben bereits in der nächsten Runde, als Gerd Müller für die glücklichen Bayern zum 3:3 Endstand trifft. Im Nachhinein muss man sagen, waren so zwei geile Spiele. Die Bayern holten damals am Ende der Saison den Cup der Landesmeister. Im Unterschied zu ihnen hat Hartmut Schade aber heute, 40 Jahre später, die schöneren Erinnerungsstücke. Und zwar zweifelsfrei.